Es waren Feste und Kirchschläger war damals Bundespräsident. Der Uwe war so gesprochen hat und ist übergekommen zum Tisch und hat gesagt, Herr, du musst mir schon sagen, wer die ganzen Leute sind, weil die kenne ich nicht. Den kenne ich nur von der Bühne und jetzt weiß ich nicht, wer hat was gesagt. Also jedenfalls die Dame, die Herma ist gekommen und hat ihm gesagt, also muss ich das sagen, so ein wunderschöner Abend. Und dann, danach gibt es also so eine Geschichte, wo er interviewt wird. Und die Interviewerin sagt, sie, sehr geehrter Herr Bundespräsident, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie so eine Karriere machen wie Kennedy? Weil Sie sind ja dann doch ein sehr bekannter Mann, auch international, Sie vertreten uns in der ganzen Welt, sagt der Schanze, ich würde dann was sagen. Natürlich sind wir ein viel kleineres Land, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich auch so eine Karriere machen würde unter Kennedy. Ja, meine Sie, Herr Bundespräsident, dass Sie vielleicht auch so ein furchtbares Ende finden könnten, wie Kennedy. Und schauen Sie mal, liebes Kind, ich würde was sagen. Man ist es Politiker, die Gefahr. Ich könnte mir also auch durchaus vorstellen, dass ich so ein furchtbares Ende wieder Kennedy finden könnte. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass der Onassis meine Herren heiratet.